So, vorab sei gesagt, ich habe bisher einen Roland Phantom 7G gehabt. Das ist schon ein bisschen länger her. Ansonsten kenne ich nur vom VST den Roland XV5080. Ich habe auch einen JV1010 gehabt, also ein bisschen Aufbau kenne ich. Aber ansonsten ist der Roland Phantom 07 für mich Neuland. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal und schalten den an und dann gucken wir, was passiert. Wie gesagt, Anleitung habe ich nicht gelesen. Und um das nochmal zu sagen, das ist noch kein Tutorial. Wir machen die Kiste an, klicken uns bunt durch und ich probiere einfach mal so ein bisschen rum, als wenn ich im Laden wäre. Vernünftige Tutorials mit Dingen, wie geht das, was mache ich hier und Sounds folgen dann. Also wir klicken uns einfach mal nur durch in einem Durcheinander und zeigen die Unfähigkeit von mir, dieses Gerät zu bedienen. So, und jetzt machen wir die Kiste das erste Mal an und gucken, ob ich den Netzschalter überhaupt finde. Und gucken mal, wie schnell er überhaupt so hochläuft. Er hat da schon mal ein paar Gedenksekunden gehabt, aber geht noch vollkommen okay. Netter, netter Bildschirm, also auf jeden Fall schneller als ein Chronos und ähnlich wie ein MODX würde ich sagen. Das können wir noch mal nebeneinander halten und jetzt sehen wir hier einen schönen Bildschirm und wir gucken mal erstmal, ob Ton kommt. Da kommt kein Ton, was natürlich auch daran liegen kann, dass ich was falsch gemacht habe. Okay, das fängt schon gut an, kommt kein Ton. So, ich gucke jetzt noch mal rein, dann mal das Volumenpedal. Okay, wir klicken mal irgendwo drauf. Ah, okay. Lag vielleicht auch daran, dass der falsche Sound eingestellt war, man weiß es nicht. Also wir sehen jetzt hier das Display, wo ich hier munter drauf tippen kann und dann ein paar Sounds habe. Das scheint jetzt eine Initial Szene zu sein und dann. Mal gucken hier. 3000 Pedale auf dem Boden stehen. Und keins davon. Doch da. Okay, da habe ich schon mal irgendwas gemacht. Okay, also als erstes, ich muss jetzt mein Fußpedal umstellen, weil das wohl kein Schließer ist, sondern ein Öffner im Moment. Vielleicht kann man das auch umstellen. Nochmal. Also die Tastatur fühlt sich jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Spielen ganz gut an. Jetzt kommt das immer, wie das so ist mit neuen Geräten. Was kann man denn machen und was kann man nicht machen? Für mich ist der Aufbau jetzt erstmal ja, nicht ganz so einfach, würde ich sagen. Wir haben hier auf jeden Fall eine Edit-Möglichkeit. Ich klicke da einfach mal drauf. Okay, da hat er erstmal was gewritet. Da kann man writen, gar nicht editieren. Kommt man da jetzt auch wieder raus? Gibt es irgendwo einen Exit-Button? Gibt es irgendwo Exit? Da, Exit. Okay, vielleicht ist es doch nicht so unsinnvoll, einmal zu lesen. Also wir haben hier einen Bereich für Szene. Und jetzt leuchtet das Select rot, da kann man nichts machen, dann kann man in den Chain reingehen, was das auch immer ist. Das sieht so aus, als ob ich hier 16, 14, 15, 16 unterschiedliche Sounds hätte. Dann Zone View, da kann man die unterschiedlichen Zonen angucken. Ich nehme mal an, dass das dann die unterschiedlichen Sounds sind. Dann haben wir hier Single Tone, was das auch immer. Nee, das wollen wir nicht machen, ne? Okay, der irgendwie, ich weiß nicht, es ist doch ein Touch-Display. Bestimmte Sachen scheinen da nicht ganz so gut zu funktionieren. Okay, also ich würde jetzt Folgendes machen. Wir fangen jetzt einfach mal damit an und finden mal raus, wie wir die Kiste zurücksetzen. Der Marius, der mir das geliehen hat, der hat auf jeden Fall ein Backup gemacht. Das heißt, ich darf das machen, um ihn im Werkszustand zu haben, damit mich auch nichts wirklich, was da ist, durcheinander bringt. Also dafür würde ich jetzt erstmal auf Menü klicken, das ist immer gut. Dann sehen wir hier schon ganz viele Sachen. Kann man bestimmt hier draufklicken. Und da sehen wir zum Beispiel das erste Editiermenü für diese Zone. Für die Zone.
Dann kann man hier die Effekte, okay, auf den Stick reagiert er gar nicht gut. Kann man hier die Effekte editieren. Hier sehen wir den Effekt-Chain, wie die Effekte laufen. Da gehen wir dann im Detail nochmal drauf ein. Dann haben wir hier Zonen editieren. Da können wir dann beispielsweise einstellen, ob wir uns in einer internen, externen Zone befinden, welcher Typ die Sounderzeugung ist, ob das ein User-Sound ist, ob das ein Preset-Sound ist, dann welcher Ton das ist, dann die Velocity-Curve und über welchen Output das Ganze rausgeht. Das ist interessant, hier kann es direkt über den Main ausgehen oder eben über die Effekte, das ist schon mal ganz gut. Hier über die Regler hier können wir hier hin und her springen, also zum Beispiel hoch und runter. In den Menüs hier links, da sehen wir zum Beispiel die Key Range, das finde ich total cool, Velocity Range, EQ, Pitch, das ist schon ganz cool so. Und hier können wir dann in den Sound reinspringen und wenn man hier drauf drückt, erscheint ein Tastenfeld, das ist auch ganz cool. Gut, gehen wir nochmal in den Menü rein, Scene Edit. Okay, das ist dann wahrscheinlich sowas wie für die Gesamtperformance. Also eine Szene scheint eine Performance zu sein. Wie gesagt, ne, ich habe jetzt nicht die Anleitung gelesen. Wir gehen jetzt einfach erstmal durch und ich führe mir die mal nach dem Video ein bisschen zu Gemüte abends, um dann ein bisschen mehr und ein bisschen schlauer davon reden zu können. Das ist jetzt wirklich nur so wie das erste Anspielen im Laden bei einem Neugerät, ohne dass ich das mal probiert habe. Dann hat man hier den Mixer. Ist auch recht eindeutig. Und Arpeggio. Kann man einige Sachen machen. Chord Memory. Key, welches Key, das ist wahrscheinlich auch nicht selbsterklärend. File Utility, okay, da kann man dann den USB-Stick dran machen und hier Internal Memory. Gucken wir auch mal, dann haben wir hier System. Okay, hier kann man ein paar Global-Sachen einstellen, das ist ganz cool. Was mit dem USB ist zum Beispiel, Eingangslevel, Ausgangslevel, MIDI. Sound, Sync, Tempo, Klick. Ah, Klick, okay. Wahrscheinlich kann man hier auch dann den Klick separat auswählen und einstellen. Das ist ganz cool, das ist bei Roland auch bei den Kleinen so. Tatsächlich haben auch die kleinen Rolander einen Klickausgang zusätzlich. Also die haben ihren normalen Mainout und dann haben die noch einen Klickausgang. Das ist ganz nett. Wir sehen jetzt hier Version 3.30.1. Das muss ich auch nochmal überprüfen, ob das aktuell ist. Sonst updaten wir das auch mal. Jetzt gehen wir hier in Utility rein. Dann können wir hier die Wave Expansions sehen, Keyboard Samples 134 MB. Das sind wahrscheinlich die eigenen Samples, die der Marius da reingeladen hat. Das sind die externen Expansions und Free Space ist 1 MB. Das heißt, er hat da wohl irgendwas mit drauf. Expansion Info, okay. Der hat hier Akustik, SN, Akustik Piano, E-Piano und noch ein zweites Akustik Piano drin. Das gucken wir uns auch mal in Ruhe an. Dann kann man importieren, exportieren. Kann man damit weiterdrehen? Kann man nicht. Okay. Oh cool, da kann man einen Ton importieren, Drum, Szene und ein Sample. Das ist ganz cool, dass man das einzeln kann. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, kann man da Einzeltöne und eine komplette Szene importieren und exportieren. Und damit kann er schon mehr als, ja, als der Yamaha das kann, vernünftig. Und auch als der Kronos das kann, vor allen Dingen einfacher, so wie das aussieht. Dann haben wir hier Backup. Dann Restore, was das auch immer ist, wo der Unterschied ist. Wallpaper brauchen wir nicht, USB-Memory-Format, Factory Reset. Das machen wir gleich alles. Ich würde jetzt mal einen USB-Stick hinten reinstecken und dann mal gucken, ob wir ein Backup machen können selber. Und aus dem Backup würde ich ein eigenes Video machen, das verlinke ich dann. Also wir gehen jetzt hier in den Memory rein. Blindflug natürlich. So, okay. Dann gehen wir auf Backup. Könnte man rename, wenn man das wollte. Wir klicken jetzt einfach mal. Okay. Okay. Und jetzt schreibt er hoffentlich ein Backup auf das USB-Laufwerk, also auf den USB-Stick, den ich hinten reingesteckt habe. Ich würde jetzt einfach die Geschwindigkeit ein bisschen schneller laufen lassen. So, jetzt hat er das Backup gemacht. Jetzt zeige ich nochmal, wie man da hinkommt. Also man klickt hier auf den Menü-Button, dann auf Utility, dann auf Backup und dann klickt man auf OK und dann erstellt er das Backup, wie wir das gerade gesehen haben. Was wir jetzt machen ist,
Wir gucken einmal, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo das gewesen ist. Wir gucken einmal auf den USB-Stick, ob das auch wirklich da ist. So, da sind jetzt einige Dateien von mir. Okay, da hat er einen Ordner angelegt, der da Roland heißt. Kann man den aufmachen? Okay, kann man aufmachen. Backup. Okay, hat er da hingelegt, das ist schon mal da, das ist schon mal super. Das heißt, im nächsten Schritt machen wir jetzt mal ein Werksreset. Dafür klicken wir auf Menü. Dann kommen wir in diesem Menü raus hier, gehen auf Utility, klicken auf Factory Reset, dann This will clear all internal memory. Wollen wir das machen? Ja, das wollen wir machen. Und hier unten kann man auch noch auswählen, ob die Pad-Samples mit eingeschlossen werden, die Keyboard-Samples und der interne Speicher. Den internen Speicher lassen wir jetzt einfach mal, den wollen wir nicht mit resetten. Jetzt kriegen wir Factory Reset, jetzt macht er ein Factory Reset und dann ist der im besten Fall auch ja, wieder in Standard gestellt. Das machen wir alles nochmal in Einzelvideos in Ruhe. Wir haben das jetzt erstmal einmal so gesehen, dass es grundsätzlich geht. Gefühlt finde ich die Tastatur ein bisschen kurz. Das kann Einbildung sein, muss es nicht. Ich könnte ja mal eben nachmessen. Beim Yamaha sieht das ein bisschen länger aus. So, die haben 13,6 und der Yamaha tatsächlich 14,5. Also die sind ein bisschen kürzer und mein Stage hat 15 sogar. Also die Tasten sind sehr kurz. Okay, jetzt Complete, Press Power Off. Jetzt starten wir das Ganze nochmal neu und jetzt sind wir wohl im okay, da hört man auch schon, da ist hinter dem Piano schön was. Ich klicke jetzt mal hier so drauf. Okay, da ist jetzt ordentlich was hinter. Also wir starten jetzt einfach mal hier mit. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Master FX zu wählen. Motion Pad, das ist als Controller gedacht. Hier können wir auf DAW Control umschalten für Mainstage Logic, Ableton Live. Das machen wir ein anderes Mal. In Ruhe, würde ich sagen. Und unten, wie gesagt, das Menü. Jetzt gehen wir wieder hier oben auf das Motion Pad. Kann man das ausmachen? Genau, jetzt gehen wir wieder hier oben auf die Szene. Also ich würde sagen, das ist immer eine Szene, ein Programm. Und wenn wir jetzt hier auf Write drücken, würde der das speichern. Jetzt wollen wir natürlich mal reingucken in die Szene, was ist da drin. Ich würde sagen, ihr seht das jetzt hier links, leuchten drei Lampen. Deswegen würde ich mal behaupten, dass die drei Sounds in der Szene an sind. Und ja, klicken wir auf Chain. Set. Okay, nee, das ist jetzt nichts, was mir hilft. Geht das wieder los. Ich möchte ja eigentlich nur da reinkommen, um irgendwas zu machen. Wenn ich auf Zone View gehe, sehe ich jetzt hier die erste Zone, kann damit mit den Knöpfen nicht durchwechseln. Aber, okay, wenn man hier links, das seht ihr jetzt nicht, da ist ein Taster, der heißt Zone Select. Wenn ich da drauf klicke, sind die Knobs dafür da, um die Zonen durchzuklicken. Und da sind auch alle belegt mit einem Standard hier. Und die ersten drei haben einen anderen. Also sieht man auch, dass die drei da in Benutzung sind. Jetzt ist die Frage, sieht man hier auch, ob die an sind? Okay, ich sehe jetzt nicht hier in dem Bildschirm, ob die an sind. Das sehe ich jetzt über, wenn ich hier auf wieder den Zone Select wegmache, dann sehe ich wieder, dass die ersten drei leuchten. Jetzt möchte ich da aber gerne rein ins Menü, genau, dann klicken wir mal auf Menü und dann auf Tone Edit und dann kann man hier, ja, jetzt bin ich in Zone 3, warum bin ich in Zone 3? Kann ich das ändern? Okay, so kann ich das ändern. Ja, jetzt bin ich da. Dann machen wir später weiter. Und was wir jetzt hier sehen, ist, wenn ich durch die Zonen wechsle, dass sich hier das Layout ein bisschen ändert. Das liegt daran, dass hier die Zone 1 ist so eine Supernatural Voice Tone, das Piano, und die beiden anderen sind Z-Core Sounds. Und da bieten die einfach unterschiedliche Editiermöglichkeiten.
Möglichkeiten. Ich würde jetzt mal Folgendes probieren. Ich würde jetzt einfach mal hier die beiden Szenen ausmachen. Also drei, die beiden Szenen, die. Ja, nee, ist das eine Szene? Nee, das ist eine Zone. Das ist eine Zone. Zone. Die beiden Zonen ausmachen. Und habe jetzt hier nur noch die Zone des Pianos an. Und ich würde da jetzt mal versuchen, einen Effekt drauf zu bekommen. Also da sehen wir schon mal Lautstärke, Pan und so weiter, Feintuning, ob das ein Polysound ist, Reverb, genau. Und dann haben wir hier, wenn wir hier runtergehen, können wir die Stereobreite einstellen. Dann haben wir hier den MFX. Und das muss ich noch rauskriegen, was da was ist. Da sind die Effekte hinter und den Control, wie was kontrolliert wird. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich da die Effekte verändern. Das können wir jetzt mal probieren hier über Menü und dann über Tone Edit. Da waren wir gerade drin. Wie sieht das aus, wenn man hier nochmal wechselt? Dann haben wir hier auch ganz viel, aber kein Effekt. Also das ist schon mal nicht für den Effekt verantwortlich. Gehen wir nochmal hier über Exit rein. Dann gehen wir über, okay, wenn man lesen könnte, Effekt Edit. Und da sehen wir dann hier Zone 1. So genau, so, gut. Also hier kann ich auch über die Zonen wechseln und dann sehe ich den Effektverlauf und sehe, dass der durch den MFX, den Equalizer läuft, über Main, über Serial. Und dann habe ich hier Insert-Effekte und ich hoffe einfach mal, dass ich für jeden Sound einen separaten Insert-Effekt habe. Hoffe ich einfach mal, dass das ist. Dann können wir hier den Audio-In noch anwählen, die Pads können wir anwählen, USB, wo der langläuft, über welchen, das sieht man auch, was ich schon im Video vorher gesagt habe, über Main-Sub kann man beide anwählen, wo der Klick herkommt und der Output. Also wir bleiben jetzt mal bei Internal, klicken mal hier auf EFX. Hier kann man die ein- und ausschalten und editieren. Das ist schon mal gut. Und jetzt würde ich einfach mal hier einen Kompressor wählen. Da muss man, ach Quatsch, einen Kompressor, einen Chorus wählen. Okay, der kommt noch nicht an. Ist aber an. So, Level ist auch. Kann man hier noch was einstellen? Okay, wir machen den mal auf komplett wet. Da passiert schon mal gar nichts. Okay, habe ich den einfach nicht richtig reingebracht. Chorus Reverb, der geht über den Send. Hier kann ich einstellen, ob die parallel oder ob die seriell sind. Da kann ich entscheiden, über welchen Ausgang der nachher rausgeht. Aber jetzt bin ich ja immer noch nicht. Okay. Hier kann ich entscheiden, durch welchen der durchgeht. Und genau. Gut, und jetzt würde ich den noch ein bisschen editieren wollen. Jetzt editieren wir den noch ein bisschen. Gut, natürlich ein bisschen viel jetzt, ne? Okay.
Okay, lassen wir jetzt erstmal für den ersten Schritt. Ist das, denke ich, okay. Jetzt gehen wir einmal zurück und dann klicken wir einfach mal auf Ride. Es ist eine gute Frage. Szene. Genau, ich würde jetzt einfach mal die Szene speichern und wir nennen die, so wie sie auch heißt, Clear All. Und dann nennen wir die mal Don't. Backspace, okay, den kann man hochsetzen. Don't. Stop. Okay, kann man gar nicht länger eingeben, das wäre cool. So, jetzt überwriten wir das. Szene, okay. Fertig. So, jetzt haben wir da die Szene überschrieben. Wir wollen aber trotzdem nochmal reingehen. Wahrscheinlich mache ich das total umständlich. Das geht bestimmt mit Sicherheit auch alles ein bisschen einfacher, aber egal. So. Genau, jetzt gehen wir in die Szene. Sind wir in der. Jetzt bin ich in der. In irgendeinem Ton drin, aber nicht in dem. In dem ich mich eigentlich befinden wollte. Okay, jetzt habe ich auf. Ah, okay. Okay, ich habe vorhin Quatsch erzählt. Man kann hier wohl tatsächlich doch noch mehr einstellen, als ich das vorhin gesagt habe. Und zwar kann man hier zwischen unterschiedlichen Menüs wählen, nämlich Zoom und Pro. Und da ändern sich dann hier so ein paar Dinge, die man einstellen kann. Ah, okay, da gehen wir dann auf die Partial-Ebene. Und offensichtlich habe ich da auch den Sound geändert. Jetzt ist es nämlich ein Z-Core-Sound. War mir gar nicht bewusst, dass ich das gerade gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, das wollte ich auch gar nicht. Okay, fängt ja schon mal gut an. Ich habe gerade einfach den Sound geändert, ohne das bewusst zu machen. Das ist gut. Das ist nicht schlecht, oder? Also das habe ich schon ganz gut hingekriegt. Dann gehen wir mal wieder hier auf Akustikpiano und dann habe ich hier offensichtlich schon User Sound. So. Das möchte ich jetzt nehmen. Gehen wir wieder unter Tone Edit, dann sind wir wieder hier drin, genau. Dann gehen wir wieder auf Effekt, gehen hier über den EFX 1, gehen über Editieren, der ist Through, hier über Editieren. Dann kann ich hier Chorus wieder auswählen. Jetzt versuche ich das Ganze nochmal zu speichern. Und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Gut, das hört sich gut an, das scheint funktioniert zu haben. So, und dann gehen wir über Zone Edit und dann würde ich jetzt hier das Piano einschränken. Und zwar Upper, da sieht man lustigerweise. Achso, okay, muss man drauf drücken. Okay. Okay, das ist mein höchster Ton. Mal gucken, ob das hier auch mit Enter geht. Okay, das geht nicht. Aber der reagiert da auch gar nicht drauf. Okay, warum reagiert er denn nicht drauf? Was mache ich falsch? Zone intern. Oder muss ich da noch ein weiter rüber? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das doch hier. Wie geht denn die Lautstärke? Okay, Lautstärke reagiert. Oder funktioniert das vielleicht erst, wenn man einen zweiten Ton gewählt hat? Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen jetzt mal hier, gehen mal raus und machen einen zweiten Sound an. Und jetzt versuchen wir das nochmal, indem wir hier auf Key Range gehen.
Sorry, Key Range. Ah, okay, jetzt scheint das zu funktionieren. So. So, und den zweiten, den würde ich dann direkt mal hier hochsetzen auf C dann. So. Jetzt habe ich oben natürlich auch ein Piano und da muss ich jetzt erstmal einen anderen Sound wählen. Ich speichere jetzt erst nochmal einmal, bevor ich da wieder einen Quatsch mache. So, da merkt man schon, dass das, warum heißt das jetzt Single Sound Play? Habe ich das nicht gerade? Okay, dann renamen wir das nochmal, clear. Machen wir das Ganze nochmal. Don't. Also man merkt schon, dass das Touch-Display ein bisschen kleiner ist. Das ist tatsächlich beim MODX am besten bisher, muss ich sagen. Da ist die Tastatur einfach wirklich richtig groß und man kann echt was einstellen. So, und jetzt kommt wieder mein Hindernis gerade. Jetzt möchte ich den Sound ja wechseln. Oh, da habe ich noch was angeklickt, was ich gar nicht wollte. Gehen jetzt auf Tone Edit und sind jetzt in Zone 2 und da möchte ich jetzt einfach mal das Piano verändern, also wirklich einen anderen Sound haben und jetzt bin ich schon aufgeschmissen tatsächlich. Wenn wir unter Zone View gehen, genau, dann habe ich hier Zone 2 und da kann ich jetzt bequem, okay. Okay, da kann ich jetzt bequem wählen. Okay. Gut, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal machen muss, ich muss das runtertransponieren und versuchen einfach mal zu machen, und zwar über Pitch würde ich sagen, und dann bin ich auch schon drin und dann so, das haben wir jetzt mal erledigt. Jetzt gehe ich wieder in die Zone View rein und dann. Den Sound können wir auch erstmal nehmen. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, den zu bearbeiten. Hier sehen wir, dass das ein Z-Core-Sound ist und dass der. Das ist ein Mono-Sound. Den würde ich jetzt erstmal auf Poly stellen. Also für den ersten Sound gar nicht so schlimm. Gut, also ich habe mich jetzt ein bisschen, jetzt kriege ich es nicht gespeichert. Achso, doch. Nee, Cancel, Szene. So, also jetzt habe ich den ersten Sound, mehr oder weniger, ist jetzt nicht gut, aber spielfähig. Werde ich natürlich noch anpassen für euch. Okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Gehen wir nochmal rein, Tone Edit. Zone 2 und dann den auf Poly und versuchen den jetzt nochmal zu speichern in der Szene, was dann passiert. Okay, der speichert den nicht. Warum speichert der denn nicht? Wenn ich den jetzt so umschalte. Die Szene speichern. Okay, ich würde sagen, da muss ich Folgendes machen. Das muss man tatsächlich wissen, das ist jetzt auch je Keyboard unterschiedlich. Wenn ich das am MODX mache, dann speichert er das direkt für den Ton. Ich denke, dass ich jetzt hier den,
den Ton speichern, also nochmal überschreiben muss. Also reden wir da wirklich noch von Einzeltönen. Dann weiß ich nicht, ob ich die Szene nochmal speichern muss. Ich mache das einfach mal. Und dann haben wir es eigentlich. Ja, das soll es auch für den Start mal gewesen sein. Also wir haben die Kiste jetzt angemacht, wir haben ein bisschen durch die Menüs geklickt, wir haben gesehen, es ist eigentlich doch relativ intuitiv bedienbar, also man kann da was machen und in den nächsten Videos gehen wir da mal vernünftig auf Details und Tutorials ein, wie man was macht. Also dann kein Rumprobieren mehr.